Hola, hombres, mamu, que me falle, me habla español, nicht sehr guto, como yes. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skywars. Wir haben sogar noch besseres Equip als vor Leder. Damit hätte ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Wenn ich jetzt die Pearl gewastet hätte, was ich in der Vergangenheit des Öfteren schon geschafft habe, dann hätte ich mir einen überdrüssigen Festpunkt gegeben. Aber gut, musste ich jetzt nicht. Trotzdem ist unser Equip ein bisschen traurig. Ein bisschen sehr sogar. Aber ich muss sagen, die Supes retten es. Hoffentlich. So, das ist immer der Trick, wenn du deinen Gegner davon überzeugen möchtest, dass du low bist. Baut der jetzt gerade ernsthaft weiter? Erstmal ein Neutschuk. Baut der gerade weiter? Als ob der darauf reingefallen ist. Ist kein Eingang, muss keiner sein oder wie? Ja, ich glaube, wir sind uns wieder, wenn ich es geschafft habe, diesen scheiß Block abzubauen. So, das hier wäre jetzt für mich die leichte Variante. Alter! Schade, Schokolade, aber low hat der irgendwann später echt gespielt. Aber was merkt man daran? Killgeil. So, willkommen zu einer zweiten Runde. So, übrigens, ich habe gerade einen Typen, der sich Cold Flow genannt hat, gefragt, ob er der Flow von YouTube ist. Ich weiß ja, dass Flow nur auf Instagram Cold Flow heißt und auf YouTube einfach nur in-game Flow YouTube. Aber ich bin mal gespannt, weil, um ehrlich zu sein, gibt es Leute, denen ich das wirklich zutrauen will, aber der antwortet gar nicht. Ist immerhin besser als ein Ja. Es gibt Leute, die sich zutrauen würden. Das habe ich ja aber, glaube ich, schon mal erzählt. Ein Typ ist ja mal auf Tumulia gejoint, also da stand ich bei. Der hat sich bei Stegi in-game genannt, gesagt, ich bin der echte Stegi, wer will screen? Na gut, er schreibt, wer weiß. Entweder blickt er, dass ich es blicke, oder er, keine Ahnung, oder im Zweifel, oh, das ist meine voll tolle verhaltenspsychologische Idee. Im Zweifel denkt er, dass wenn er jetzt instant, ja, bin ich, hilf zu screen, ich bin voll toll und sowas schreibt, dass er dann weiß, dass ich, ich dann weiß, dass er es nicht ist, Digi. Absolut unauffällig. Perfekt, trotz Suppen nichts gerissen bekommen. Ich weiß, wer das ist. Leute, ich weiß, wer das ist. Es gibt einen YouTuber, der heißt tatsächlich Cold Flow. Gar kein Faker. Und der hat irgendwie 1k oder sowas. Da fällt mir auch noch eine geile Story von Insta ein. Apropos Insta. Das Video ist vorproduziert. Das passt irgendwie voll zu Insta gerade, ne? Nee, ich bin nämlich morgen nicht zu Hause. Ich bin morgen bei einem Event, wo Motocross-Fahrer irgendwie halt gegen eine Wand klatschen oder sowas. Wenn ihr davon irgendwas sehen wollt, da werde ich wahrscheinlich irgendwas auf Insta zu posten. Da heiße ich GamerFallTheReal. Alternativ könnt ihr auch einfach in der Beschreibung nachgucken. Alternativ ist auch einfach ignorieren. Das ist alles drei eine akzeptable Möglichkeit. Ich habe auch einen Typen, was mir gerade auch bei Cold Flow anfällt. Der hat weniger Instagram-Follower als ich. Das heißt, er hat wenig Instagram-Follower. Sogar ziemlich wenig, weil ich habe nun wirklich nicht viel. Ich habe keine Ahnung, ich habe 50 oder sowas. Ah, traurig, immerhin mehr als auf YouTube, ne? So kann es auch sein. Aber ich finde auch, auf Instagram ist es einfacher, Follower zu bekommen. Auf jeden Fall, der hat wirklich wenig Insta-Follower. Und macht dann immer Shoutouts. Abonniert mal den Typen, der ist übelst korrekt. Und weißt du, der hat dann 10 Shoutouts gemacht, dass man Cold Flow, was Flow, der 50k YouTuber auf Instagram ist, dass man den doch abonnieren soll. Ich weiß nicht, ob der sich erhofft, dass Flow einen Shoutout zurückmacht oder sowas. Aber ich verstehe nicht, was der sich da davon erhofft. Weißt du, wenn du als mit 10 Followern einen 30k Typen, also der hat auf Instagram hat er viele Follower. Der hat also nicht so viel wie auf YouTube Abos, aber trotzdem. Der hat auf Instagram 30k oder 20 oder so. Wenn der dann als 10 Abonnenten oder Follower-Typ einen Shoutout macht, ich weiß nie, was die Leute sich dabei erhoffen. Denken die,
die YouTuber, die ohnehin schon ein paar hunderttausend Abonnenten gefühlt haben, ne, aber trotzdem, die, keine Ahnung, ein paar hundert Follower mehr haben. Oder auch ein paar tausend Follower mehr. Was denken die dann, dass sie irgendwie krass dankbar sind und ein Shoutout zurückmachen oder was? Erhofft man sich von sowas? Jetzt muss ich denken, was nicht gelingt. Perfekt. Also mein Equip. Man kann sich ja drüber streiten, aber ich glaube, man ist sich einig, dass es scheiße ist. Also wie scheiße, darüber kann man sich sehr gut wahrscheinlich streiten. Nee, oder ich, ein Typ, der macht auch auf Instagram immer Livestreams. Also ich habe halt so ein paar Leute einfach random gefollowt. So. Perfekt. Auf jeden Fall, also ich habe so ein paar Leute auf Insta random gefollowt. Und da habe ich einen Typen, der macht total oft Insta-Livestreams. Ich meine, es ist ja da, soweit ist alles gut, ne? Ist ja nicht schlimm, dass der Insta-Livestreams macht. Aber da filmt er sein, sein Handy, sein Bildschirm, wie er GTA mit höchsten Auflösungen zockt. Und ich meine, die Internetleitung muss ganz gut sein, wenn du über weil Handy läuft immer über WLAN. Wenn du über WLAN streamen kannst, dann muss deine Internetleitung ganz nett sein. Und dazu kommt, wenn du GTA in einer mega krassen, hohen, super tollen Auflösung spielen kannst, dann halte ich es, glaube ich, für absolut, ausgeschlossen, dass es an deinem Rechner liegt, dass du das übers Handy machen musst. Und sowas verstehe ich dann nicht. Weißt du, du könntest damit dann im Zweifel richtig erfolgreich sein, aber spielst dann irgendwas wie Umsi oder GTA oder sowas, was du dann über dein Handy mit dem absoluten Baba-Mike streamst. Oh, da hat sich gefällt. Da habe ich jetzt schon wieder gar keinen Bock drauf. Der steckt sich und er ist geflogen. So, ich hole mir dann mal wieder ein paar Subs. So, und meine, eine Sache muss man über mich wissen. Ich bin jemand, ich gönne, das ist wirklich so eine Eigenschaft, die ich an mir selber nicht so allzu doll mag. Ich gönne den anderen nicht allzu viel. Also wenn irgendwer mit Content, der meines Erachtens einfach so vom Cut oder sowas viel erfolgreicher ist als ich, ich gönne dem das nicht. Wenn jemand so in meinen Augen wirklich absoluten Drecks-Content macht, dann gönne ich dem sowas nicht. Und also das ist jetzt mal Real Talk an der Stelle. Und ich frage mich dann auch manchmal, wenn Leute, beziehungsweise, ich muss nochmal ganz kurz revidieren. Nicht revidieren, sondern halt korrigieren. Fuck it. Ob ich das schaffe? Ich muss sagen, da bin ich ja nicht allzu real. Das steht meine Chance nicht allzu gut. Oh mein Gott! Als ob ich das noch geschafft habe! WTF! Gut, wäre ich jetzt verreckt, wäre es auch in irgendeiner Weise verdient, weil es einfach komplett dumm von mir war, wie ich darunter gesprungen bin. Aber egal. Wow. Die Beams beeindruckt von der Nassigkeit. Ich habe selbstverständlich keinen Kompass. Warte, ich muss noch mal ganz kurz das revidieren. Wenn jemand meines Erachtens keine unterhaltsamen Videos macht, die können uncut sein, aber wenn sie mich unterhalten, sowas wie gleich Mitte, dann gönne ich denen das auch. Also das ist dann halt auch sowas wie Rest. Wenn sie mich unterhalten, dann gönne ich denen das. Aber wenn ich der Meinung bin, dass sie weder in irgendeiner... Oh, fuck it. Wenn ich der Meinung bin, dass sie in keiner Weise unterhalten, oder nicht zumindest in keiner Weise unterhalten,
dann finde ich, dann feiere ich sowas auch nicht. Unter welchen Voraussetzungen ich sowas auch nicht feiere? Ja, komm, weiß ich, werd hier jetzt gedoubled, obwohl ich der mit dem schlechtesten Equip bin. Ja, und jetzt ist der da mit seiner scheiß Rot, oder wie? Wem willst du das erzählen? Jetzt mal, no joke. Ich kann jetzt halt auch eigentlich nicht allzu gut noch eine Suppe essen, weil ich noch ein bisschen mehr als eine Bar habe. Hi. Wie geht's dir von der Nasigkeit her? So, also ich kann sowas halt auch nicht verstehen. So, ich gehe hier jetzt runter und suche mir was zu essen. Aber jetzt mal, no joke, das ist echt nicht mehr feierlich, was der Typ hier macht. Was mich wirklich aufregt ist, es gibt Geschichten, da wurde ich zum Beispiel mal in eine Snapchat-Gruppe Insta-Gruppe hinzugefügt. Da hat dann einfach nur einer geschrieben, hey, ich mache YouTube, abonnier doch bitte meinen Kanal. So, und dann muss ich dann sagen, es ist dann halt auch zum einen fucking traurig und zum anderen fucking Follower geil. Perfekt, Digi. Wie kann man so sweaten? So, Leute, ganz kurz an der Stelle. Auch wenn es jetzt länger war als das Uncut-Video gestern, es war fucking viel Arbeit. Eine 20-Minuten-Rohaufnahme ist es halt gewesen. Also schreibt mal in die Kommis, ob euch so ein Schnittstil und sowas und auch mal so ein kleines bisschen Real Talk-Themen. Da habe ich ja auch. Also, ich habe ja Real Talk mit meinem. Ich gönne den anderen Leuten nichts. Ich frag mich, was sie machen und sowas. Ob ihr sowas feiert, schreibt es mal bitte in die Kommis. Es würde mich halt mal wirklich interessieren. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis dahin. Und ich würde mal sagen, Abmod. Ciao. So, Leute, schreibt mal bitte in die Kommis, ob ihr gerne so längere Videos auch enjoyt. Es ist bei mir so, dass ich eigentlich immer so Ruheaufnahmen von zwischen 8 und 12 Minuten habe. Jetzt, die letzten zwei Videos, hatte ich 20 Minuten aufwärts. Schreibt mal, ob ihr sowas auch enjoyt. Ist für mich mehr Arbeit, aber ich meine, wenn ihr es wirklich enjoyen würdet, würde ich es auch machen. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Kommi da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Abo und Kommis sind meine Hauptmotivationsquelle. Likes sind mir scheißegal, um ehrlich zu sein. Also, da würde ich sagen, da könnt ihr ein Like droppen. Kein Like droppen ist mir ziemlich egal. Also, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao!